Auch an Sie beide die Frage. Senioren auf digitalen Pfaden in Erding hier. Was ist für Sie bislang die schönste Erfahrung? Was hat am meisten Spaß gemacht im Projekt? Ja, es ist einfach fein, weil es so vielfältig generationenübergreifend ist. Also wir haben eben die Produkt- und Projektentwicklung mit den Schülern und Schülerinnen des Anne-Frank-Gymnasiums hier in Erding. Wir haben die Produktmacher, das sind sehr junge Angestellte oder sehr coole Produktentwickler aus München unter 30. Dann sind wir so knapp über 40, sage ich mal, und auch der Lehrer, die halt dann auch schon mal aus einer anderen Generation kommen. Und dann eben auch die Generationen, die wir ja auch mit unserer App erreichen wollen. Das sind die Grundschüler auf der einen Seite und eben die Senioren, Seniorinnen auf der anderen Seite, wo ja eben auch die Schülerinnen da schon den Kontakt auch geknüpft haben, um überhaupt einmal auch die Bedarfe zu erfahren. Aber dieser Dialog mit diesen unterschiedlichen Gruppen und dieses ganze Projekt, die ganze Projektentwicklung ist einfach super spannend und lustvoll. Also mir macht es unheimlich viel Spaß, die Welten miteinander zu verbinden, also Schulwelt, Seniorenwelt und nicht in Silos zu denken, weil früher gab es eine Großfamilie, Kinder, Eltern, Großeltern haben in einer Familie zusammengewohnt und das ist jetzt relativ selten und wir kriegen das aber jetzt schon hin. Wir haben Jugendliche, wir haben Kinder dabei, wir haben Senioren dabei und das, denke ich, ist für Erding sehr bereichernd, dass wir endlich ein Netzwerk knüpfen, wo wir uns austauschen. Das ist so meins. Und natürlich nicht zu vergessen, das Digitale, oder? Ja, Genau, digital mit Spaß. Ja, das sind so die Highlights, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich hoffe, wir werden auf dem Laufenden Gerne, gehalten und doch. sind auch ganz gespannt auf weitere Berichte oder vielleicht auch Bilder und Filme, wie es weitergeht. Auf Insta folgen, digital.